Jetzt starten wir mit der Sendung, genauer gesagt von Wintergärten Karben. Da geht's los und ich habe die Enkeltochter von Herrn Karben da und die sagt... Mein Opa baut die besten Wintergärten. Das meinst du doch nicht ehrlich. Doch. Echt? Schauen Sie rein, hier kommen wir von Wintergärten Karben. Ich bin der Boss bei den Matrosen und mache alle Männer fit. Bei mir geht nie was in die Hosen, darum ziehen alle mit mir mit. Alles Paletti, alles im Griff, das hab ich immer auf meinem Schiff. Alles Paletti, alles im Griff, ich hab für alles so meinen Griff. Ich hab auch Schlacht bei schönen Frauen, von Singapur bis Hammerfest. Mir schenkte manche ihr Vertrauen, doch ich hielt an der Freiheit fest. Alles Paletti, alles im Griff, das hab ich immer auf meinem Schiff. Alles Paletti, alles im Griff, ich hab für alles so meinen Kniff. Weht auch der Wind von vorn mit Stärke 10, ich lass den Kahn bei Sturm nicht untergehen. Alles Paletti, alles im Griff, das hab ich immer auf meinem Schiff. Und fährt der Dampfer auch mal auf ein Riff. Alles Paletti, alles im Griff. Alles Paletti, alles im Griff, das hab ich immer auf meinem Schiff. Und fährt der Dampfer auch mal auf ein Riff. Alles Paletti, alles im Griff. Dankeschön, herzlichen Dank. Wir sind heute, oh, das hört gar nicht mehr auf hier, ist ja verrückt. Wir sind heute bei Wintergärten Karben, ausverkauftes Haus. Über 2700 Gäste sind heute hier. Zählen wir ein paar ab, dann kommt das auch hin. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie eingeschaltet haben auf Ihrem Lieblingskanal Hamburg 1 zu Ellermanns Hafenbar. Die Künstler sind da, die Mädels sind da, alle sind heute super gut drauf. Und wir freuen uns, in Bad Segeberg zu Gast zu sein, in der Hauptstadt von Karl May, in der Hauptstadt natürlich des Wilden Westens. Aber heute sind wir mit dem Hafen da, mit der Hafenbar. Tolle Gäste haben wir da und den Inhaber von Karben natürlich. Hier ist Eugen Karben, der Chef. Grüße Sie recht herzlich. Ich sage auch herzlich willkommen. Und Herr Karben hat sich was ganz Tolles überlegt für unsere TED-Wahl, denn Sie können heute mitmachen und gewinnen. Rufen Sie an. Unsere Quizfrage heißt: Wie heißt der Berg der Karl-May-Festspiele? Und wie heißt er eigentlich, wo die Karl-May-Festspiele stattfinden? Ist es 01 der Kalkberg, 02 der Braunberg, 03 der Zipfelberg? Der Karbenberg ist es nicht, das darf ich Ihnen sagen. Also 01 Kalkberg, 02 Braunberg und 03 Zipfelberg. 01378 66 67 plus die Endziffern. Und Herr Karben sagt uns genauer gesagt, was denn zu gewinnen gibt. Was spendieren Sie denn heute? Also es gibt 5 mal 1000 Euro. Echt? Sie hatten mir vorhin in der Probe gesagt, 5 mal 500. Wieso haben Sie das auf 1000 erhöht? Ja, weil wir das so wollten. Ach so, ja, das ist ja gut. Also 5
Fünfmal 1000 Euro können Sie gewinnen. Jetzt von Herrn Karben. 013-78-66-67 plus die Endziffern 01 für den Kalkberg, 02 für den Braunberg und 03 für den Zipfelberg. Rufen Sie an und gewinnen Sie fünfmal 1000 Euro von Karben Wintergärten und von Volvo haben wir tolle Preise von Möbel Schulenburg. Insgesamt von 10.000 Euro sprechen wir heute. Über 10.000 Euro können Sie gewinnen in dieser Sendung und wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Und da sage ich nur eines, mitmachen ist alles. Ich habe jetzt eine Künstlerin gleich hier, aber vorher möchte ich Sie erinnern an das Superfest der Country Music. Da können Sie jetzt auch anrufen und zwar unter Hamburg 728-1700, genauer gesagt für die Horner Rennbahn. Da gibt es noch wenige Karten. Machen Sie mit zum Sonderpreis von 10 Euro, 728-1700. Die Aktion läuft ja heute aus. Jetzt anrufen für das Superfest der Country Music. 500 Künstler sind dabei. Herr Karben auch, ne? Ich auch. Und viel Spaß noch. Dankeschön. Wünsche ich ebenfalls. Dankeschön, Herr Karben. Und wir sagen mit Fräulein Menke jetzt richtig schön, gleich musikalisch. Aber vorher sage ich Stimmung im Norden. Viel Spaß. Der Seemannskummer wieder Love Aloma singt, wenn der Pfarrer wieder eine Kiste Sohle schwingt, wenn der Leuchtturmwärter wieder mit dem Scheinwerfer werft und dem Pharisäer wieder ohne Kaffee schlürft. Dann ist es wieder mal soweit, dann ist Stimmung im Norden, da ist Leben im Land, da wackelt die Heide und die Wolle kam, da ist Stimmung im Norden und die Freude ist groß und dann sagt einer und dann geht's wieder los, dann ist Stimmung im Norden, da ist Leben im Land, da wackelt die Heide und die Wolle kann, da ist Stimmung im Norden und die Freude ist groß, und dann sagt einer Halt, und dann geht's wieder los. Die Brockenhexe wieder ihren Besen frisiert und der Schützenvogel wieder seine Federn poliert. Wenn die Feuerwehr mal wieder mit dem Bierwagen löscht und dem Spielmannszug einer auf die Triangel drischt, dann ist es wieder mal soweit. Dann ist Stimmung im Norden, da ist Leben im Land, da wackelt die Heide und die Wolle kann. Da ist Stimmung im Norden und die Freude ist groß und dann sagt einer und dann geht's wieder los, dann ist Stimmung im Norden, da ist Leben im Land, da wackelt die Heide und die Wolle kann, da ist Stimmung im Norden und die Freude ist groß, und dann sagt einer Halt, und dann geht's wieder los, dann ist Stimmung im Norden, da ist Leben im Land, da wackelt die Heide und die Wolle kann, da ist Stimmung im Norden und die Freude ist groß, und dann sagt einer Halt. Und dann geht's wieder los. Stimmung im Norden! Ahoi! Dankeschön, herzlichen Dank. Und ich habe was für Sie, etwas ganz, ganz Tolles. Und zwar Zellagon. Nach der letzten Sendung gab es richtig viele Zuschriften und richtig viele Freunde, die gesagt haben, jetzt wächst ja mein Haar wieder, jetzt wachsen meine Nägel wieder. Mir geht's gut. Und deshalb habe ich Sie nochmal eingeladen. Familie Berner, Herr und Frau Berner. Und da gehe ich jetzt an unseren zweiten Tresen sozusagen rüber und zeige Ihnen Herrn und Frau Berner und ihre Produkte. Und die können Sie jetzt gleich erleben. Aber vorher möchte ich Dankeschön sagen an unsere Partner. Unsere Partner wären zum einen die Dithmarscher Brauerei und genauer gesagt das Hamburger Wochenblatt. Schulenburg, die heute wieder wunderschöne Preise spendiert haben. Karben natürlich, unser Partner hier im Main-Wintergarten. Weiland und natürlich zu Volvo, zu Hoppe. Da dürfen Sie dabei sein. Genauer gesagt bei Familie Türke hier aus Bad Segeberg. Und die Firma Feldmann ist auch dabei. Ich sage nur, jetzt gehe ich zu Familie Berner. Herzlich willkommen. Frau Berner, ich begrüße Sie recht herzlich. Sagen Sie doch mal, was ist das Besondere für unsere Zuschauer mit diesem Produkt? Das Zellagon Felice ist für die Schönheit, ist ein Getränk für wunderbare Haare,
Haut, Nägel und Bindegewebe. Also wenn man das trinkt, kriegt man schöne Haare, schöne Haut, alles. Die nimmt selbst auch, ne? Absolut. Ja, das ist doch wunderbar. Wissenschaftlich getestet und die Dermatologen vom Dermatologikum stehen Kopf und haben gesagt, Frau Berner, sowas haben wir noch nie erlebt. Sagen Sie, Sie sagen, das ist getestet worden. Ja. Wer hat es getestet? Professor Volker Steinkraus vom Dermatologikum in Hamburg am Stephansplatz. 30 Dermatologen sagen, über ein Getränk so an die Haut-, Haar- und Nagelzellen zu gehen, das ist ja phänomenal. Und das heißt genauer gesagt, wie muss ich das anwenden? Muss ich das täglich trinken? Täglich einmal am Tag, denn unsere Zellen brauchen Nahrung und zwar jeden Tag. Das ist wunderbar. Ja. Und wir trinken das dann und wenn man Erfolg... Schmeckt sehr lecker. Ja. Ganz lecker. Das Haar ist alleine um 14% dicker geworden, das einzelne Haar. Frau Berner, da fange ich ja demnächst, ich fange jetzt demnächst an damit. Ja. Unbedingt, das sollten Sie tun. Das mache ich gerne. Wir haben Ihnen was mitgebracht, Sie werden staunen. Ich soll die drei Flaschen trinken auf Ex jetzt, oder wie? Was in 6 Wochen passiert, Sie werden staunen. Wunderbar. Die Haut wird sowas von elastisch, die Hautfeuchtigkeit wird besser gehalten. Und was wir jetzt festgestellt haben, es hat einen natürlichen Lichtschutzfaktor. Aha. Da sagen die Ärzte, das gibt es nicht. Über ein Getränk haben wir quasi ein Sonnenschutzmittel. Ein Wahnsinn. Ich komme mal zu Ihrem Mann, zu Hans Günther Berner. Reiche das Mikrofon einmal rüber. Die Bestandteile. Was ist da eigentlich drin, dass es so besonders gesund ist? Da muss ja irgendein Stoff drin sein, der besonders förderlich ist. Ja, da sind mehrere Stoffe drin, die besonders förderlich sind. Nämlich alle die Stoffe, die die Haarzelle, die die Körperzelle braucht, um gesund zu funktionieren. Wenn wir Zeitung lesen, dann lesen wir heute, was alles in unseren Lebensmitteln drin ist, was nicht drin sein sollte. Das führt logischerweise dazu, dass bei uns der Körper nicht mehr so richtig funktioniert. Ich sage manchmal, die Leute wollen Diesel fahren und füllen super ein. Dass das irgendwann der Motor klingelt, ist klar. Und so ist es mit unserer Ernährung heute auch. Und deswegen haben wir Produkte entwickelt, die dafür sorgen, dass der Verbrennungsofen in unserer Zelle gut funktioniert und dass auch die Schlacken abtransportiert werden, ja, damit die Haare wieder wachsen können, die Haut so schön wie bei meiner Frau glatt ist. Wunderbar, super. Ständig einen Knackpopo in der Hose hat, nicht so einen dicken Bauch wie wir beide. Ja, aber der Po ist noch gut, ne? Also der insofern, ist gut, ne? Ja. Alles drin? Alles drin, was man braucht. So, wie kriege ich so eine Flasche bei Ihnen? Sagen ganz Sie mal ganz einfach. Kurz. 058239456 wählen, dann kriegen Sie die. Und die kriegen Sie von mir hier erstmal schon so. Die soll ich jetzt nehmen und dann sollen die Fernsehzuschauer mal gucken, ob ich ein bisschen weniger Bauch kriege und ein bisschen mehr Haare. Genau. Gut, machen wir gerne, wunderbar. Ganz kurz nochmal die Nummer, die blenden wir auch ein. Wie bekomme ich die Flasche, wenn Sie bestellen wollen? Was kostet es vor allen Dingen? Das kostet so ungefähr 1,10 Euro pro Tag. Ja. Die Flasche kostet 32,50 Euro und reicht für 14 Tage. 14 Tage? Ja, es ist ein Konzentrat. Gut, dann fange ich da morgen mit an. Wir blenden Ihre Telefonnummer auch an, auch Ihre Webadresse, wie man Sie erreichen kann. Frau Berner, noch mal ganz kurz zum Abschluss, wollen wir noch mal ganz kurz von Ihnen wissen, wie lange betreiben Sie dieses Produkt schon und wieso kriegt es jetzt erst Ihren Durchbruch? Das Selagon Felice gibt es erst seit 1,5 Jahren auf dem Markt. Das war in einer Notsituation geboren, denn ich bin vor 2 Jahren an einem geplatzten Hirnaneurysma erkrankt, hatte eine Hirnblutung der Stärke 5 in den Hirnstamm, war 7 Wochen im Koma, 9 Wochen künstlich beatmet, wurde in letzter Sekunde vom Professor Arnold in der Uniklinik Lübeck operiert, der mir das Leben rettete. Aber meine Prognose hieß, Herr Berner, falls Ihre Frau überhaupt aus dem Koma wieder aufwacht, wird sie zu 99% ein schwerstbehinderter Pflegefall sein. Und in seiner Verzweiflung ist er in unser Labor gefahren, hat überlegt, mein Gott, wie kann ich meiner Frau helfen? Und hat dann die Inhaltsstoffe aus dem Celagon Aurum und die Inhaltsstoffe aus dem Celagon Vitale hochkonzentriert und kam dann mit 2 Fläschchen auf die Intensivstation und hat Professor Arnold gebeten, mir das jeden Tag per Magensonde zu sondieren. Und siehe da, in kürzester Zeit
schossen mir die Haare aus dem Kopf, die mir vorher aufgrund der ganzen vielen Medikamente ausgegangen waren. Und der zweite Effekt, dass meine Falten im Gesicht alle weggingen. Und ich sagte zu meinem Fan, Schätzchen, das gibt's ja gar nicht. Du hast ein Kosmetikprodukt entwickelt, das bringen wir auf den Markt. Ja, und er sagte, kommt nicht in Frage. Ich bin in der Kosmetik nicht firm, da habe ich keine Ahnung. Ich sagte, wenn wir bei anderen Personen die gleichen Erfolge feststellen, bringen wir es dann auf den Markt. Ja, und so war das. Und seit anderthalb Jahren ist dieses... Die Menschen waren genauso, hatten die Haare toll, die Haut wurde gut und dann hatten wir das Glück bei Professor Steinkraus die 6-monatige Langzeitstudie durchführen zu dürfen mit Irrsinnserfolg. Wunderbar. Also ich werde das Ding jetzt auch schlucken. Sie haben gesagt, die Flasche soll ich mal trinken, obwohl ich ja immer Dithmarscher Pilsener trinke. Aber das hilft auch ein bisschen, ne? Ja, natürlich, Kopf vom Alt, Gott sei Hals, ne? Ja, meine ich auch, ne? In diesem Sinne, ich werde es mal probieren, mache ich gerne. Sie dürfen anrufen jetzt, Sie dürfen anrufen, noch mal ganz kurz Ihre Telefonnummer, wenn Sie die im Kopf haben. 05823955 und 3x8. Da wählen Sie an, wir blenden es ein. Zellagon, das Mittel, das alles wieder sprießen lässt. Also Dankeschön, natürlich Familie Berner und Dankeschön. Zellagon, Felice. Und dann ist alles nicht in Seenot, sondern dann ist das Tretboot in Seenot. Und das sagt jetzt Fräulein Menke, ich habe sie ja schon erwähnt, hier ist sie in unserer Hafenbar, Fräulein Menke, Tretboot in Seenot. Dankeschön, herzlichen Dank. Tretboot
in Seenot. Jawohl, Tretboot in Seenot. Da sind wir wieder richtig gut drauf. Und ich sage nur eines, Sie können immer noch anrufen für 728 1700, wenn Sie mitmachen wollen bei der Horner Rennbahn und genauer gesagt dabei sein wollen vom 13. bis zum 15. auf der Horner Rennbahn. Dann können Sie auch auf der Haupttribüne sein, richtig schön überdacht. Da ist es überdacht und da kann gar nichts passieren. 10 Euro statt 25 Euro, 728 1700. Die nächste Hafenbar kommt aus Gestacht. Am 30.04. sind wir nämlich in Gestacht mit einem Tanz in den Mai. Die Nashville Tops werden dabei sein. Ich werde auf der Bühne sein am Abend. Und wir werden richtig schön in den Mai tanzen bis Mitternacht. Unter der Schirmherrschaft vom Bürgermeister Ingo Focken laden wir am 30.04. zum Tanz in den Mai mit tollen maritimen Ständen und natürlich am 1.05. mit der großen Aufzeichnung von Ellermanns Hafenbar. Viele Künstler sind dabei und wir freuen uns, in einem wunderschönen Open Air Sie begrüßen zu dürfen am 1. Mai. Und dann sind Sie sicherlich dabei bei strahlendem Sonnenschein. Das ist garantiert, hundertprozentig. Jetzt sage ich Ihnen nur eines, Bühne frei und das passt auch zu Hamburg und das passt auch zum 1.5. Er wird auch dabei sein am 1.5. in Gestacht und sagt, steht denn der Hamburger Michel noch? Hier ist Günther Delz, der Hitparadenstürmer. Nicht gut geht's in Hamburger Michel, nicht gut geht's in Hamburger Michel, den Hamburger Michel geht's nicht gut, Restaurierung nimmt den Mut. Sein Unterhalt wird schwer, wo nehmen wir das viele Geld her? Der Turm schwankte bis 1993 sehr, weil's den Hamburger Michel so schlecht geht, singen wir alle gemeinsam dieses Lied. Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch? Michel noch, steht denn da Hamburger Michel noch, Michel noch? Ja, er steht noch. Ja, er steht noch, fehlt nicht. Der Hamburger Michel war krank, der Hamburger Michel war krank, der Hamburger Michel war krank, uns wurde Angst und Bang. Was sollen wir denn nun tun? Was sollen wir denn nun tun? Zusammenleben mussten wir, da gab es kein Ausruhen. Weil's den Hamburger Michel so schlecht geht, singen wir alle gemeinsam dieses Lied. Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch, Michel noch? Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch? Ja! Er steht noch, ja, er steht noch, fehlt nicht. Der Hamburger Michel war halt tot, der Hamburger Michel war halt tot, der Hamburger Michel war halt tot, wir hatten unsere liebe Not. Die Spenden flossen schwer und er schwankte hin und her, Spende kam aus Übersee und alles war okay, weil's den Hamburger Michel so schlecht ging. Singen wir alle gemeinsam unser Lied. Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch, Michel noch? Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch? Ja, er steht noch. Ja, er steht noch. Hallo, ihr Sachsen, Hummel, Hummel, Moos, Moos. Was ist der Holzpuppe gegen unseren Hamburger Michel bloß? Jetzt könnt ihr ihn besuchen, es würde sich auch lohnen. Seit 1661 gibt es unseren schon. Für 2500 hat er Platz. Und von Sachsen bis zur Küste ist ein Klacks. Steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch? Michel noch, steht denn der Hamburger Michel noch, Michel noch? Ja, er steht noch. Ja, er steht noch, fehlt nicht. Wir gehen den Hamburger Michel mal besuchen. Schaut her, ein Wunder des Geschehen. Der Hamburger Michel ist nicht umgefallen. Drum singen wir das Lied so laut
das ging, steht in der Hamburger Michel noch, Michel noch, Michel noch, steht in der Hamburger Michel noch, Michel noch. Ja, er steht noch, er steht noch, ja, er steht noch, er steht noch, fällt nicht. Steht denn der Hamburger Michel noch? Natürlich steht er noch. Und Günter Delz sagte das hier bei uns am Haupttresen bei Karben. Ein richtig schöner Tresen haben wir hier. Und die Hafenbar lädt ja heute von den Wintergärten Karben ein. Den Inhaber habe ich hier. Herzlich willkommen, Eugen Karben. Dankeschön. Ja, wir freuen uns. 28 Jahre sind Sie hier an Bord. In Bad Segeberg sind Sie der Captain hier von, ja, kann man sagen, von Wintergärten Karben. 28 Jahre, da gehört heutzutage viel dazu, wenn 28 Jahre so ein Schiff leidet, ne? Wir versuchen das immer wieder aufs Neue. Wunderbar. Antworten in Bad Segeberg sind immer knapp und präzise und so ist der Mann nämlich auch. Der hat sich eine Riesenaktion überlegt und da wollen wir auch gleich starten. Ich stelle eine Quizfrage und dann gibt es etwas ganz, ganz Tolles, denn Sie können heute gewinnen, das haben Sie vorhin ja schon gehört. Genauer gesagt, Sie können 5x1.000 Euro gewinnen für Ihren Wintergarten. Heute bei unserer TED-Wahl. Die Frage heißt, wie heißt der Berg, wo die Karl-May-Festspiele stattfinden? 01 Kalkberg, 02 Braunberg oder 03 Zipfelberg. Bitte keine Antwort, denn er ist ja Western-Experte, ne? Vielleicht heißt er ja Wintergartenberg. Vielleicht heißt er auch so, genau. Also mal die Frage, wie heißt der Berg, wo die Karl-May-Festspiele stattfinden? 01 Kalkberg, 02 Braunberg, 03 Zipfelberg. Rufen Sie an. 5x1.000 Euro? Korrekt. Das sind 5.000 Euro. Genau so ist es. Alles für die Fernsehzuschauer. Alles für unsere Zuschauer und für unsere neuen Kunden. Genau. Sie werden ja demnächst mit mir im Spot zu sehen sein, auch mit Ihrer Enkeltochter, weil Sie auch bundesweit liefern. Das heißt, Hamburg ist ein großer Markt für euch, mit Wintergärten, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, aber auch bundesweit seid ihr on Tour, ne? Auch bundesweit sind wir auf der Tour. Wunderbar. Und jetzt habe ich eine Frage. Wir sehen ja hier die wunderschönen Wintergärten. Unsere Künstler werden ja auch gleich hier noch singen auf der Brücke vor der Laterne, werden wir sie noch erleben. Was kostet eigentlich so ein Wintergarten, wo wir jetzt gerade drin sitzen? So ungefähr. So ein Wintergarten, in dem wir drin sitzen, der liegt ungefähr bei 37.000 Euro. 37.000 Euro. Nun habe ich vielleicht ein kleineres Portemonnaie, weil ich nur ein kleiner Moderator bin und sage, Mensch, ich möchte doch auch mal einen haben. Was ist der günstigste? Den können wir auch abhelfen. Der günstigste Wintergarten liegt bei 9.000 Euro. 9.000 Euro. Und das heißt, wenn ich heute bei der TED-Wahl gewinne, dann bekomme ich einen Tausender runter. Dann würde er nur noch 8.000 Euro kosten. Und was ist, wenn ich jetzt, Herr Karben, nicht gewinne, sondern ich sage, Mensch, ich will im Wintergarten und will bei Karben auch mal Geld sparen. Haben Sie nicht für unsere Zuschauer irgendwie eine Aktion, dass Sie sagen, wir können auch was bei Karben nächste Woche sparen, vielleicht bis nächsten Freitag sogar? Ja, da würde ich 500 Euro anbieten, wenn ein Wintergarten in Auftrag gegeben wird. Also das heißt, wenn Sie nächste Woche kommen, ist das richtig, jetzt 500 Euro, ne? Richtig. Habe ich wieder gut was rausgelockt für unsere Fernsehzuschauer. Wenn Sie nächste Woche, also bis kommenden Freitag, heute nach der Sendung, also morgen gleich Montag nach Bad Segeberg fahren, zur Jasminstraße 22 bis 26, habe ich gut auswendig gelernt, ne? Okay. Dann bekommen Sie 500 Euro angerechnet, sich dieses Gesicht merken von Eugen Karben und sagen, ich möchte einen Wintergarten. Und der geht schon ab 9.000 los, ne? Genauso ist es. Und der ist auch gut beschaffen, das sieht gut aus, ne? Das ist genauso gearbeitet wie jeder andere Wintergarten auch. Es ist ein Unikat, es wird jeder Wintergarten einzeln hergestellt, es ist praktisch ein Maßanzug. Es wird nicht aus Elementen zusammengestellt, sondern es handelt sich bei jedem Wintergarten um einen Maßanzug, der auf den Kunden zugeschnitten ist. Und das ist ein gutes Stichwort, denn Eugen Karben verpflichtet seit 28 Jahren für Qualität mit Wintergärten, sind ja Spezialist bundesweit und sie werden selbst hergestellt, das heißt aus eigener Hand, nicht? Wir stellen die Wintergärten selber her mit eigenen Leuten und montieren sie auch mit eigenen Leuten, von vorne bis hinten. Das heißt, jede Schraube, alles wird von euch gemacht? Alles per Hand gemacht. Also nicht Zwischenhändler, die noch sagen, jetzt kommen unsere Materialien aus Korea oder so. Zwischenhändler haben wir nicht, die haben wir dadurch ausgeschaltet, deswegen machen wir es alles direkt. Und deshalb seid ihr auch so ziemlich führend und auch preisgünstig. Wir kommen zur Aktion, lieber Eugen Karben, da wollte ich richtig schön ansetzen. Sie geben 500 Euro für die Herrschaften, die gleich Montag kommen bis Freitag und sagen, ich gebe dem Wintergarten einen Auftrag. Das ist richtig. Ein Mann, ein Wort. Karl-May-Festspiele, ich frage nochmal, 1.000 Euro können Sie auch gewinnen, Sie anrufen. Hier ist die Frage, die Quizfrage. Wie heißt der Berg, wo die Karl-May-Festspiele stattfinden? 01 Kalkberg, 02 Braunberg oder 03 Zipfelberg? Rufen Sie an. Wie heißt der Berg, wo die Karl-May-Festspiele stattfinden? 01 Kalkberg, 02 Braunberg oder 03 Zipfelberg? Waren Sie schon mal bei den Karl-May-Festspielen? Und 04 wäre der Karbenberg. Das wäre der Karbenberg, genau. Waren Sie schon mal bei den Karl-May-Festspielen? Ja. Logisch, ne? Jedes Jahr. Fast jedes Jahr. Wie heißt der Hauptdarsteller dieses Jahr?
Muss man nicht wissen. Doch, ich komme nicht auf den Namen. Auf jeden Fall ist es der Jugoslawe. Otto Götz, ne? War es, glaube ich, ne? Otto Götz. Heißt der Götz Otto oder Otto Götz? Wir kennen auf jeden Fall nur den einen Darsteller. Und das ist Frank Schröder, der spielt die Hauptrolle der Komiker in diesem Jahr. Und der wird ja bei uns auch noch singen. Der wird nämlich gleich kommen, Frank Schröder. Wir kommen noch mal ganz kurz auf die Wintergärten zu sprechen. Abschließenderweise, 28 Jahre gibt es sie. Wintergärten sind immer wieder im Trend, nicht? Immer wieder neu. Immer wieder neu im Trend. Und ich sage einfach mal, ich sehe hier Lichter jetzt im Wintergarten. Muss man sich die mit Lichter ausstatten oder kann man sie auch ganz nackt nehmen? Ganz ideal, wie der Kunde es wünscht, so wird er gebaut. Auch farblich, völlig egal. Farblich, jeder Rahlton ist machbar. Ihr habt wann auf? Montags bis Freitags oder montags bis Sonntag? Wir haben 7 Tage in der Woche von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Und werden fachlich beraten, man kann einfach mal vorbeischauen. Und Sie werden ja auch die Calls noch sehen, die hier rumschwimmen. Ist eine richtig schöne Ausstellungsfläche. Riesengroß. Wie viele Wintergärten sehen wir hier ungefähr in der Ausstellungshalle? Wir haben hier, glaube ich, 12 Wintergärten stehen in der Ausstellungshalle. Aber man kann per Katalog noch aussuchen, was man haben möchte. Genau so ist es. Wunderbar, individuell. Sie feiern noch ein bisschen mit. Wir gehen mal wieder zur Hauptbühne, sozusagen zu unserem Tresen, denn da können Sie bei Eugen Karben auch in der Woche kommen und Ihre 500 Euro sparen, wenn Sie einen Wintergarten in der nächsten Woche in Auftrag geben. Einfach zu Eugen Karben gehen und sagen, ich habe Sie im Fernsehen gesehen, Herr Karben. Sie waren mir so sympathisch und ich möchte die 500 Euro haben. Ist richtig, ne? Es ist richtig und herzlich willkommen. Und dann können Sie als Fernsehzuschauer diesen Mann küssen. Und das sagt jetzt Frank Schröder, küss mich. Wir sehen uns gleich wieder. Schröder in Ellermannshafen, da ist ja immer was los. Ich bin jetzt in den Wintergärten. Hier sieht es richtig schön aus. Hier sind Fische, hier sind Calls, die hier schwimmen. Hier ist es richtig paradiesisch. Man kommt sich vor wie im Märchenwald. Was passt dazu? Das ist ja wie Hüttenzauber, wie Jodelzauber. Und da habe ich eine Expertin hier. Hier ist die Inge Kronenburg. Herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Du kommst ja aus dem Landkreis Bad Segeberg, kann man fast schon sagen, aus dem Kreis Segeberg. Denn du kommst aus Norderstedt, Heimspiel. Du bist die Künstlerin mit Heimspiel hier. Und du hast einen Song mitgebracht. Du willst die Leute richtig mal zum Jodeln bringen jetzt, ne? Ja, ich habe den Song selbst komponiert. Und, wie heißt der? Mein Hüttenjodler ist das. Der Hüttenjodler. Wir jodeln mit Calls, mit Wintergärten bei Karben. Was kann schöner sein? Viel Spaß. Hier ist Inge Kronenburg. Jodlololodi! Ich bin die Reisi, der Pistenschreck, saus in die Täler, der Schnee stolz weg.
Dankeschön, Inge Kronenburg, hier in den Wintergärten bei Karben. Richtig schön. Ne? Ein Fisch hatte ich auch nicht gebissen, Korn hatte ich nicht gebissen. Alles Liebe, alles Gute. Inge, ich komme, ich folge dir und ich mache die Bühne frei für Uli Martin. Sie können immer noch anrufen, 728-1700 für das Superfest der Country Music. Uli ist da, hier ist er mit Monika, neu abgepeppt. Vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war, da sah ich sie. Sie trug Blumen in der Hand und ging so wie ich zum Strand, da sah ich sie. Jeder wollte mit ihr gehen, denn sie war so wunderschön wie keine zuvor. Doch nur mir gab sie ein Wort, so kam es, dass ich sofort mein Herz verlor. Abschiedskuss von Monika. Ja, ihr war das Herz so schwer und so sah ich sie nicht mehr. Nun schrieb sie mir: Komm zurück im nächsten Jahr, dann wird alles wie es war. Ich glaube dir.
Dankeschön, Uli Martin. Herzlichen Dank. Ja, neu aufgepeppt, die Monika. Und Sie können immer noch anrufen für die Horner Rennbahn, für das Superfest der Country Music 728 1700. Die Aktion endet ja heute. Wenn Sie mitmachen wollen und mit dabei sein wollen auf der Horner Rennbahn, dann unbedingt heute noch die Karte ordern. Unsere Callcenter sind sozusagen besetzt. Und die Kois, die sind auch hier vorne. Die Fische, die erleben Sie auch noch hier. Und wir sind in den Wintergärten und es gibt sogar eine Laterne hier. Und die besingt jetzt John C. Davids mit Vor der Laterne, vor dem großen Tor. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Und wir beide Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst die Lily Marlene, wie einst die Lily Marlene. Wherever I go, wherever I'll be, my love's always with you, mon amour, ma chérie. So let's create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst die Limolene, wie einst die Limolene. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst die Limolene, wie einst die Limolene. Wie einst Lili Marlene. Just like Lily Marlene. Just like Lily Marlene.